tonnenweise Essen in sich reingeschaufelt, geschmatzt, gerülpst. Und ich habe gedacht, nein, das ist Markus Rühl. Ich war komplett enttäuscht. Aber so ist er nun mal. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, wir sind mit dem Auto unterwegs auf der Rückfahrt vom Seminar, was ich zusammen mit dem Markus in Würzburg hatte. Und wir werden die ganze Woche jeden Tag einfach so ein kurzes Video raushauen, als Appetithappen. Und am Wochenende gibt es dann das komplette Video, eher ein Zusammenschnitt vom Seminar. Ich glaube, das ganze Seminar, 3 Stunden, wäre dann doch ein bisschen langweilig. Also werden wir es ein bisschen zusammenfassen. Aber am Ende der Woche könnt ihr euch dann das Video vom Seminar anschauen, gemeinsam mit Markus Rühl. Deswegen auch das Thema zu diesem Video: Wie habe ich Markus Rühl überhaupt kennengelernt? Ich habe Markus kennengelernt oder zum ersten Mal getroffen, ganz witzige Sache, 2004 bei der Hessenmeisterschaft. Der Markus ist da zur Hessenmeisterschaft gekommen und wollte seinen guten Freund Markus Becht supporten, unterstützen. Und da kann ich mich noch gut daran erinnern, wie ich im Aufwärmraum war und Markus Rühl kommt rein. Und ich denke, wow, Matze, jetzt hast du es geschafft, du bist im Bodybuilding-Himmel. Markus Rühl kommt rein, du stehst da mit brauner Farbe, aufgepumpt, muskulös, massiv. Markus wird jetzt gleich zu dir rüberschauen und wird sagen, hey, was für ein toller Bodybuilder. Genau das Gegenteil hat sich abgespielt. Er war ja, wie gesagt, vor Ort, um Markus Bech zu unterstützen. Und dann schaut er zu mir rüber und sagt, wie? Der Dürre, vor dem hast du Schiss? Er hat ja keine Muskeln. Und ich stand da wie ein begossener Pudel. Das war mein erstes Live-Erlebnis mit Markus Rühl. Er hat natürlich versucht, mental seinen Kumpel zu stärken, logischerweise. Es war dann am Ende tatsächlich so, dass Markus Becht die Hessenmeisterschaft gewonnen hat und ich wurde Zweiter. Das nur am Rande. Aber seit dem Tag war mir dann ein Markus Rühl unsympathisch. Ich habe den noch nie gemocht, davon abgesehen. Dann habe ich ihn kurze Zeit später nochmal getroffen. Ich glaube, das war sogar im selben Jahr. Da hatte ich dann die große Ehre, beim Bankett der Deutschen Meisterschaft ihm schräg gegenüber zu sitzen. War ich auch mega stolz drauf. Da sitzt dann der Markus Rühl, die Legende, der Profi-Bodybuilder Nummer 1 in Deutschland, sitzt dir gegenüber und du bist so stolz drauf. Und der benimmt sich schlimm, 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 schlimm. Tonnenweise Essen in sich reingeschaufelt, geschmatzt, gerülpst. Und ich habe gedacht, nein, das ist Markus Rühl. Ich war komplett enttäuscht. Aber so ist er nun mal. Und das war so meine erste Begegnung. Dann nach und nach über die Jahre hat man sich halt immer häufiger getroffen. Man hat sich geschätzt, respektiert. Er hat dann mal von mir gehört. Und dann war es tatsächlich so, dass bei einer deutschen Meisterschaft der Markus vor Ort war. Er saß vorne im Publikum. Ich habe da den Gesamtsieg gemacht. Und dann hat der Markus zu seiner damaligen Lebensgefährtin gesagt, ey, der Botthoff, der könnte mir mal gefährlich werden. Und ich glaube, just in dem Moment hatte ich mir so ein klein bisschen Respekt erarbeitet. Und alles andere jetzt zu erzählen, würde, glaube ich, jeglichen Rahmen sprengen. Aber wir haben uns danach immer wieder mal getroffen, bei Wettkämpfen, bei Veranstaltungen wie FIBO, Seminare etc. Und dann hat man sich halt immer mehr ausgetauscht und besser angefreundet. Und über die Jahre hinweg ist halt diese Freundschaft entstanden. Und jetzt mittlerweile weiß ich halt den Markus besser einzuschätzen, als ich es früher gemacht habe. Der war früher wirklich eine Miesmuschel, als er noch Wettkampf-Bodybuilder war. Der hat sich aber mittlerweile über die Jahre komplett gewandelt und ist halt wirklich jetzt ein tüchtiger Geschäftsmann geworden. Tolle Firma mit Rühl 24 und natürlich auch ein wesentlich sozialerer Typ, als er es damals noch war in seiner Wettkampfzeit. Da hätte er den im Training nicht ansprechen dürfen, dann hätte er euch gleich mit der Hantel niedergestreckt. Also es war damals schon ein echt krasser Bodybuilder, der enorme Ausmaße hatte, der aber auch vom Typ her, wie gesagt, eine extra große Scheuklappe um sich drumherum aufgebaut hat, damit ihm die Leute auch nicht zu nahe kommen. Ist schon erstaunlich, wie das sich über die Jahre geändert hat. Also toller Typ, Wahnsinnssportler und mittlerweile eine echt solide Supplement-Firma aufgebaut.
das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.